war das Leben vor 80 Jahren im böhmischen Wald? Das haben Jugendliche im versunkenen Dorf Schwanenmostek in Domaslice erforscht. Eine Woche lang haben sie sich gemeinsam mit der jüdischen Geschichte befasst. Untergebracht waren sie in der Jugendbildungsstätte Waldmünchen. Aber zum richtigen Erforschen gehören natürlich auch Exkursionen. Wir waren in verschiedenen Städten, darunter auch in Ronsberg, und haben uns auch eine Synagoge angeschaut und haben verschiedene Exkursionen gemacht. Das Besondere an dem Projekt: deutsche und tschechische Teilnehmer. Die Kommunikation war da nicht immer leicht. Ein paar Mal habe ich gehört, dass auch Englisch gesprochen wurde, aber das waren nur ganz wenige Momente. Also wir haben wirklich Glück, dass die meisten der aus Tschechien kommenden Teilnehmer einigermaßen Deutsch können, schon aus der Schule. Andererseits sind auch die aus Bayern kommenden sehr gewillt, jedes Wort auf Tschechisch aufzuschnappen, was sie schon gehört haben. Ich weiß, dass Stromi Bäume heißt und so ein paar Sachen. Meine Eltern sind Tschechen und die sind nach Deutschland gekommen. Und ja, bei mir besteht keine Barrikade und deswegen kann ich mich perfekt mit beiden Ländern unterhalten. Und deswegen macht es ja auch so viel Spaß. In Schwanenmostek wollten die Jugendlichen herausfinden, wie sich durch das Münchner Abkommen damals die Grenze zu Tschechien verändert hat. Vom damaligen Dorf steht nur noch diese Steinbrücke. Die Jugendlichen möchten die Geschichte bildhaft darstellen. Wir spielen Theater und wir spielen Spiel. Wir versuchen durch Szenen das Leben hier früher wieder zum Leben zu erwecken. Diese Jugendlichen zeigen zum Beispiel eine Schule vor 80 Jahren. Disziplin. Byla striktní disciplína. Mir gefällt eigentlich diese ganze Idee, dass die Deutschen und Tschechen zusammen sind und sie machen ein Theater, aber ein einziges Theater. Das bedeutet, dass sie wirklich die Szenen allein entwickeln, allein bauen und sie können sich sagen, wie es aussehen wird. Lebendige Geschichte im böhmischen Wald.